Im heutigen Video testen wir Cracked Server. Aber nicht irgendwelche Cracked Server, sondern die dümmsten Cracked Server. Und dabei meine ich wirklich die dümmsten. Cracked Minecraft ist quasi einfach nur die kostenlose, aber auch illegale Version von Minecraft. Und damit spielen Millionen. Von Serverfakes bis hin zu wirklich verstörenden Servern ist alles dabei. Und glaubt mir, es wird wild. Also richtig wild. Manche dieser Server sind nämlich ultra dreist. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Übrigens, ich bin jeden Tag live auf Twitch. Gerne abchecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem etwas anderen Video. Super Epic Gaming Club. Was ist das? Ey, wenn das selbst gemalt ist, dann fress ich wirklich einen Besen. Hä? Was? Wir sind schon registriert? Hä? Aber, hä? Ich war ja noch nie auf dem Server. Heißt es, irgendein Crack-Typ hat meinen Namen genommen? Wow. Wow. HD Join ML. Ist auch 2000 Spieler. Ich finde das so krass. Mit Code. Okay. Login. Okay, alles klar. Login. Woher soll ich wissen, was das heißt? Hä? Warum nimmt jeder meinen Namen? Ich meine, wer nennt sich schon Tian? Okay. Purpleprison.org. 1700 Spieler. Insane. Okay, ich habe hier anscheinend direkt. Quad 10. Stuff. Sharpness 6. Hä? Minen. Ah! Das ist anscheinend so ein Prison-Server. 90% Flash-Sale. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Weg hier. Langweilig. Mein Malia. Okay, und jetzt? Bad Wars. Thanos-Skin. Okay. Solo Bad Wars. Duo. Trio. Quad. Okay, wir gehen mal in Solo. Alles klar. Was ist das denn? Okay, also, wie ihr seht, hier hat jeder einen Stephen und einen Alex-Skin. Das liegt daran, dass das Cracked ist. Und Cracked Minecraft? Naja, die Leute haben halt keinen Account. So, dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Oh, die Spawner, die sind ja auch so tiefer gelegt. Das kennen wir doch irgendwo her. Defend your bed. Woher kennen wir das denn? Okay, Player Shop. Ey, die wollen mich doch wirklich rollen. Das ist ja wirklich 1 zu 1 Herr Pixel. Ich sehe ja jetzt erst rechts das Scoreboard und bei Tab. Oh mein Gott. Ich frage mich, ob sowas erlaubt ist. Jetzt mal ehrlich. Okay, aber ich habe hier einen 12er Ping. Oha. Haben wir soeben das EU-Pixel gefunden? Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass diese Server das nicht selbst gecodet haben. Beziehungsweise, dass sie nicht selber die Ideen hatten. Aber jetzt mal ehrlich, das Einzige, was mir auffällt, was wirklich anders ist, ist... Hä, ich mache dem kein Damage? Kann es sein, dass er irgendeinen Hack-Client benutzt? Oh mein Gott, was war das denn? Dieser Typ ist gerade unfassbar schnell gewesen. Oh mein Gott, nein. Ich check's jetzt erst, wie lost. Ich verstehe jetzt erst. Ich bin in der 1.8. Das ist einfach das neue PvP und nicht das alte. Und ich denke mir die ganze Zeit, wieso ist da Balken? Ich bin so lost. Wir haben hier Diamanten und Emerald Spawner. Das kenne ich noch von gar keinem Server. Ist voll was Neues. Bam. Was machst du denn? Er ist wirklich der Pro. Kann mir keiner erzählen, dass er neu in Minecraft ist. Duels. Okay, kann man hier Leute 1v1 herausfordern? Nightmare 1709. Ist ein Cracked Account? Jawohl. Heutzutage sieht man eigentlich nirgends mehr irgendwie Alex oder Steve Skins. Das ist wirklich, wirklich einfach so ein typischer Cracked-Spieler, der das erste Mal gefühlt Minecraft öffnet. Aber gut, ja, war sehr, sehr schwierig. Ich meine, okay, klar, man kann nichts erwarten. Die Leute, die halt auf Cracked joinen, sehen halt alles so aus wie er hier oder er hier. 0, 69, 69, 69, hä? Okay, GG. Alles klar, Mann. Sexy Creative? Roleplay Survival Events. Was macht da... Was macht den Server jetzt so sexy? Married? Not married. Gender. List of all genders? Oh, okay. So, wo finde ich denn meins hier? Cheeseburger. Ja, Cheeseburger ist gut. Was ist das hier? Highschool Roleplay. Okay. Ich meine, also ich muss da gar nicht mehr so viel zu sagen, oder? Dating Center. Find your love. Okay, und jetzt... Thron. Ja, Freunde, ich glaube, wir gehen einfach auf den nächsten Server, weil das... Ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn wir hier länger bleiben. Ultimate MC. Okay, was ist hier? Bad Wars. Ah, den kennen wir doch irgendwo, ja? Okay, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie in 2013. Geil. Ach, du meine. Ja, perfekt. Nicer Server. Hä? Als ob... Ne, sogar die Map. Ne, also wirklich, I'm done. Was ist das? Ich frage mich wirklich noch einmal, Leute. Warum macht jeder Server Hypixel nach? Ich verstehe es nicht. Let's go. Defend your bed. Wir sind gerade nicht auf demselben Server wie eben. Und wir sind auch nicht auf Hypixel. Wir sind actually auf dem nächsten Server. Und es ist einfach wieder 1 zu 1 dasselbe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Als ob das so offensichtlich gefaked ist immer. Ich frage mich da auch, ob Hypixel nicht dagegen vorgeht. Weil ich meine, im Endeffekt ist es ja alles
ist komplett geklaut. Es ist nichts selbst gemacht. Nichts. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass es mehr Cracked EU-Server gibt als US-Server. Das heißt, ich kann tatsächlich mit einem guten Ping Hypixel Wettbewerb spielen. Aber die Frage ist halt, wofür? Also, was bringt das? Warum sollte ich nicht einfach auf Hypixel gehen? Einen guten Server, der nicht cracked ist, wo weniger Leute drauf cheaten. Der Schriftzug, die Schriftfarbe, alles. Wie schafft es ein Server, über 2000 Leute drauf zu halten, wenn es wirklich 1 zu 1 alles gefaked ist? Ich klaue dir jetzt dein Bett. Oh Gott. Oh Gott. Ey, der Arme. Wisst ihr, da joint er das erste Mal, spielt so cracked Hypixel. Ey, ich meine, Ulti Mies MC Bad Wars und dann wird ihm alles geklaut. Victory! Und das im Chat kenne ich doch irgendwo her. Nee, aber jetzt mal ehrlich, Leute. Was ist das? Wir wollen dir nicht sagen, der Typ hat wirklich noch angekauft. Obuegi. Boah, der wird so geholt jetzt. Was? Warte mal ganz kurz. Wer hat uns gekillt? God of Steves. Oh, Holocraft Club. Okay, Leute, vielleicht haben die einfach nur das Lobby-Plugin übernommen und haben jetzt eigenes Battles gemacht. Okay, wenn das jetzt wirklich wieder verpixelt ist, dann gehe ich einfach vom Server. Okay. Okay, nein, nein, das kann nicht sein. Hypixel.tk! Nein! Nein, 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 was? Okay, es reicht. Nee. Nein! Was? Okay, also, Leute. WTF. Nein. Wie, als ob das jetzt mit zwei Personen losgeht. Is this Hypixel? Yeah, but fake. No, it's real. Hallo? Oh mein Gott. Nein, das Bett liegt immer noch da. Hä? Also, ich habe wirklich noch nie... Okay, perfekt. Hypixel down, Leute. Oh mein Gott. Nee, aber jetzt ohne Witz. Das ist so dreist. mc.fakepixel.ru. Wow, wir sind in der Lobby von Bad Wars. Okay, Leute, das Game geht jetzt los. Ich habe jetzt ein paar aus meinem Discord rangeholt. Und die zocken jetzt gegen uns eine Runde Fakepixel.ru Bad Wars. Und oh mein Gott, das ist einfach 1 zu 1 Bad Wars von Hypixel. Oh mein Gott, man kriegt sogar Achievements. Oh mein Gott, wie dumm. Naja, ich check halt nicht wirklich, wie sowas erlaubt sein kann. Ich versteh's nicht. Oh Mann, Alter. Man kann einfach waterfighten. In diesem Server ist wirklich alles kaputt. Server kriegt von mir auf jeden Fall eine solide 0 von 10. Oh mein Gott. Nehmen wir jetzt mal ernsthaft, Leute. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Wenn man jetzt einfach mal hier schaut und sich hier hinstellt und dann auf Hypixel connectet. Ey, das ist bis auf die Blöcke, weil das eine alte Map ist und das hier eine neue Map ist. 1 zu 1 dasselbe. Also wirklich, wirklich. Ist es euer Ernst? Aber es hat auf jeden Fall ultra viel Spaß gemacht, auf diesen Server zu spielen. Ich würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Also, denkt ihr, sowas sollte erlaubt sein? Denkt ihr, die Server sollten irgendwie down genommen werden? Oder glaubt ihr, es ist okay, weil Hypixel einfach das beste Bad Wars hat oder was auch immer? Und damit war es das auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie fandet ihr die Server? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr am weirdesten fandet und ob ihr auch schon mal auf solchen Servern gespielt habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao. Digga, bin 14. Oh mein Gott! Ich verstehe nicht, wie ich mich...